Brecken liegen, stehen auch schon draußen. Hat er einen Ropa gekauft? Samstag, 18. Mai. So, Esel auch noch mal eben rüberjagen aufs Grün. So, wollt ihr rüberkommen? Olaf, kommst du mit? Komm mal mit. Komm her. Moin, das ist hier wieder Grenzgang. So, die beiden Alpakas dürfen auch noch mal frisches Gras fressen. Die haben gerade Müsli gekriegt, dann kommen sie gleich. Du sollst dich nicht auf meinen Fuß setzen. Du sitzt auf dem Pedal, Mensch. Setz dich aufs Gaspedal. Besser als auf der Bremse. Ah, da gucken sie. Gar nicht wachsen? Wirst du nicht größer? Was? Was? Komm mal hier. Oh Gott. So, damit ihr seht, wie klein die ist. So klein ist sie. Ja, 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 ja. Lauf zu Mami. Tante Lotti, so geht das aber nicht. Lilly, was stimmt mit deiner Tochter nicht? Was? Die kann ich ja noch auf dem Arm nehmen. Hoppala! Moinsen, Pfingstmontag, 20. Mai. Wasserfahrt. Wir hatten leider nicht den erwünschten Regen, aber das ist auch zum Saufen. Wobei der Baum auf der Eselweide, der kriegt gleich auch noch was ab. Ach ja. Das hat geholfen hier, guckt euch das mal an. Jetzt geht er ab. Komm, geh nach Hause. Los. Komm, Olaf. Olaf. Los. Geh mit den Mädels. Hopp.
Wilma, du auch. Los. Na komm. Olaf. Los. Läufst halt hinterher. Komm her. Komm. Geht doch. Oh, Olaf. Abflug. Du willst kuscheln, ne? Sag das doch. Ach ja. Jo, so, Dienstag, 21. Mai. Braucht jemand noch Mitsubishi-Stapler? Der ist zu verkaufen. Preiswert. Ich habe eben mit der Werkstatt telefoniert, wo getüft werden kann, wo wir auch mit dem LKW hinfahren. Das mal in Jersdorf, weil die den Bremsprüfstand haben. Ich kann die Kipper jetzt bringen. Der alte Akkuleiner hat's auch. Dann gucken sie die Tage irgendwie noch mal einmal mit durch. Und Montag ist der TÜV. Die laufen bei uns jetzt nicht weg. Die haben Platz auf dem Hof. Also bringen wir sie jetzt hin. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Also zusammenhängen und dann gleich nochmal die Papiere raussuchen. Und dann kann er losgehen. Auffrischen das Ganze jetzt. Ja, wir wollen Papiere suchen, wa? Lasst mit der Luft, ne? Hier siehst du, Bricken liegen, stehen auch schon draußen. Kann das bald wieder losgehen. Freue mich schon drauf. Ja. Ah, wird gut, mal gucken. Schlimm ist das. In anderen Ecken Deutschlands laufen sie ab und hier, ja, hier trocknen wir langsam aus. Schlimm. Eure Jungs haben heute noch schulfrei, dann fahren die beide mit. Also wird hier nicht so viel gefilmt. Sollte auf Hand liegen. Bis gleich. Ja, Sven fährt die Wagen in die Werkstatt. Die haben TÜV die Woche, nächste Woche irgendwie. Kann am Montag wieder abholen. Und ich bin hier oben am Aufräumen über dem alten Schweinestall. Die Dachpfannen alle runter. Die kann man alle nochmal benutzen. Die kommen dann erstmal auf Palette. Da hinten habe ich schon eine. Da hinten sind so circa 15 Quadratmeter drauf. Da hinten liegen noch welche, die nämlich nur mit da sind, noch schwarze Pfannen. Die kommen noch von dem alten Haus. Von Johann und Gerdas Haus. Die kommen irgendwann auch noch mal runter, aber die brauchen wir nicht mehr, denke ich. So, und dann kann man die auch noch mal für die Stallung nehmen. Wenn wir dann für die Esel noch mal einen Stall bauen oder so, kann man die Pfannen dann auch echt super mit für verwenden. Ich habe auch noch Fürstpfannen hier. Zwei liegen hier. Hinten habe ich schon eine Palette hingefahren. Da sind noch einige drauf. Und hier diese
Guck mal, da haben sie noch schön welche aus Glas. Die kommen auch alle vernünftig runter. Und da drüber ist sogar noch eine Lüftungspfanne. Und da habe ich auch schon ein paar von zusammengesammelt. Die auch hinten sind hier von dieser Dachfläche hier. Und dann, wie gesagt, das sieht bestimmt nett aus nachher, wenn wir die dann für die Esel mal einen Stall bauen oder sowas und dann die Pfanne nachher rauf und so. Das ist dann, passt dann schon besser in die Welt als ein blödes Zelt dann da. Mal gucken, wird bestimmt gut. Aber mal sehen, wann das soweit ist. Ich hoffe dieses Jahr noch. Ich glaube die Esel auch. Dann passt das schon irgendwie. Ja, hier ist noch ein bisschen zu tun. Nachher wollen wir hier noch die Balken wegnehmen. Im Außenbereich hier. Und dann die Seitenwände weg. Dann ist das auch schon mal verschwunden. So. Läuft. Kriegen wir irgendwie hin alles. Reparieren die auf Autos. Und da ist sogar schon ein volles Auto. Mittwoch, 22. Mai. Es regnet endlich. Oh, herrlich. Ist das schön. Jetzt mal nur hoffen, dass das den ganzen Tag nicht aufhört. So schlank den ganzen Tag weiter. Schlank runter, das wäre ein Träumchen. Herrlich. Herrlich, herrlich. Oh, geil. Oh, ich kann die Kartoffeln förmlich jubeln hören. Kannst du beim Wachsen zugucken jetzt gerade. Oh, ist das schön. Herrlich. Herrlich. Die Kängurus sitzen auch draußen und lassen sich voll regnen. Die haben da auch Bock drauf. Aber die Gänse nicht. Geil. Voll geil. Oh, ist das geil. Herrlich. Und so schön dunkel da oben. Da kommt hoffentlich noch mehr. Moinsen. Donnerstag, 23. Mai. Ich habe einen kurzen Termin bei der Landberatung. Da bin ich gleich da. Gestern haben wir wirklich den ganzen Tag Regen gehabt. Das war echt richtig nice. Menge weiß ich noch nicht. Verrate ich euch morgen. Oder nachher, oder wann ich dran denke. Aber jetzt erstmal eben kurz telefonieren. Bis gleich. Minuten später ist er wieder da. Und zwar hatte ich eine kleine Änderung, also einen Änderungsantrag vom Agrarantrag. Hätte ich theoretisch natürlich auch von zu Hause eben selber machen können. Aber ich habe kein Faxgerät. Und ohne Fax, kannst du nichts ändern. Gibt es Datenbegleitschein, genauso wie beim Antrag selber. Der wird unterschrieben und der muss hingefaxt werden. Und dann brauchst du die Faxbestätigung, dass du Faxen gemacht hast. Also sowas für die, die es nicht mehr kennen, ist wie eine Lesebestätigung bei E-Mails. Aber du brauchst eine Faxbestätigung. Das Ganze musst du sicher mit wegheften. Für den Fall der Fälle. Naja. Und da ich kein Fax habe, habe ich gesagt, komm, dann können wir es auch gleich eben hier machen. Da hatte ich einen Termin gemacht. Hingefaxt, unterschrieben, hingefaxt, Faxbestätigung mit in meiner tollen Mappe und jetzt ist alles wieder gut. Änderung ist jetzt, dass wir knapp einen halben Hektar weniger Kartoffeln haben, ansonsten ist das gleich geblieben. 0,4 hast du nicht gesehen, keine Ahnung. So, ich warte jetzt auch noch auf eine, aber das wird wohl, jetzt bin ich so schnell fertig, ich wollte eigentlich gleich durchfahren, zum ehemaligen Auszubildenden Carsten. Wer hier schon länger zuguckt, der weiß, dass ich um diese Jahreszeit immer zum ehemaligen Auszubildenden Carsten fahre und Frühkartoffeln für den Hofladen hole, weil wir selber ja keine ganz frühen haben. Und das ist heute wieder soweit, aber ist noch zu früh. Er hat sich noch nicht gemeldet. Also fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Spekulieren da nochmal. Ich kann jetzt gleich nochmal eben den Vertrag für die Stärkekartoffeln fertig machen. Weil da muss man den Flächennachweis aus dem Agrarantrag mit beifügen.
Und da wollte ich jetzt nicht das Falsche beifügen, weil ich ja wusste, dass es noch geändert wird. Und deshalb habe ich das gestern soweit alles vorbereitet, aber eben noch nicht den Ausdruck dabei. Dann mache ich das jetzt nochmal eben fertig, schicke ich das zur Emsland Group, dann ist das auch erledigt. Die wollten das gerne bis zum 31. Mai wieder haben. Heute ist der 23., habe ich gesagt, ne? Also das passt auch alles nicht mit Zeit. Zeitlich noch gut rein. Machen wir das eben fertig und dann können wir eventuell los, hoffe ich, Kartoffeln holen. Also bis gleich. So, auf dem Rückweg, weil es auf dem Weg liegt, hier mal eben an dem 15 Hektar Stärke Kartoffelschlag. Das ist ja der zweite Schlag, den wir überhaupt gepflanzt haben. Der erste Stärkeschlag, den wir gepflanzt haben. Vorwände später und da hinten, ab da, man sieht das glaube ich, ne? Da, die sind später. Das sind so ziemlich die weitesten Stärkekartoffeln, die wir haben, ja. Also Reinschluss dauert noch ein bisschen. Aber wir können mal eben kurz, das machen wir mal eben. Ich nehme mir mal eben einen Handschuh mit, nicht im Auto. Ja. Kurz nach der Durchfeuchtung gucken hier vorne. Guck an, da ist trocken. Hier ist trocken. Kann man das sehen? Aber wir haben hier, diese Schicht ist durchfeuchtet. 10 cm ungefähr. Und darunter ist trocken. Brat mir ein Storch, das habe ich jetzt nicht geglaubt. Uah. Ja. Ja. Ist so, wir laufen noch mal eben kurz ans Laub. Wenn wir schon mal hier sind, scheiß drauf, ey. Ja. Nachbarn hat hier auch Kartoffeln. Ich habe nämlich gerade Meldungen bekommen, dass auch in Beständen, wo die Reihen noch nicht geschlossen sind, man dann doch schon aufpassen soll wegen Krautfäule. Das ist natürlich jetzt alles gestern durch den ja, verhältnismäßig vielen Regen. Und jetzt ist windig und noch nicht so warm. Also ich glaube nicht, dass jetzt was passiert, aber man soll halt schon gucken. Das wird ja hier noch alles ziemlich gut durchlüftet. Das ist auch trocken. Hier kann man sehen, da ist der Boden hochgespritzt vom Regen. Aber es ist leicht feucht, aber jetzt nicht nass. Ich denke, dass wir da, es ist ja auch noch lückig, es ist ja noch lange nicht, wie gesagt, noch lange nicht geschlossen. Nach meinem Empfinden geht der Wind noch gut genug durch, sodass da jetzt eigentlich vom Pilz noch nicht so viel passieren dürfte. Aber gut, wie gesagt, ja, die in Beobachtung halten und also ich denke, dass es spätestens nächste Woche losgeht mit der ersten, in den ersten Kartoffeln mit der ersten Krautfäulebehandlung schon. Ja, wird wahrscheinlich so kommen. Ja, gut. Das wird dieses Jahr hoffentlich nicht so krass wie letztes Jahr. Aber steckst nicht drin. Ansonsten, Herbizidmaßnahme ist gut gelaufen. Da kann man das so ein bisschen sehen. Da sind noch ein paar Gräser zwischen. Aber das hat eigentlich ganz gut gepasst. Bei den späteren sieht es wahrscheinlich anders aus. Warum hakt das Zündschloss immer? Weil da die Herbizidmaßnahme zum Zeitpunkt war, wo es wirklich schon ziemlich trocken war, da muss man das muss man ein bisschen beobachten. Wenn keine Bodenfeuchte da ist, ist das natürlich auch alles nicht so ganz einfach. Aber ich denke, was ich bisher gesehen habe, wir machen auch nochmal eine richtige AKF. Gucken uns die Kartoffeln alle an. Ja, da warten wir aber noch einen Moment mit, bis Licht anmachen, bis alle aufgelaufen sind. Dann kann man noch mal sehen, wie sie auflaufen. Und dann gucken wir uns mal, picken wir uns mal ein paar Schläge raus. Da, wo ich auch gefilmt habe beim Pflanzen und sowas, das ist ja vielleicht ein bisschen interessanter. Und schauen wir
schauen uns die Schläge zusammen an. So machen wir das so. Was mir aufgefallen ist, was ich euch noch schuldig bin, ist die PV-Anlage. Ist ja nun schon ein bisschen her, als ich davon erzählt hatte. Und ich hatte ja auch gesagt, wenn es fertig ist, zeige ich es euch. Ich wollte mal sehen, ob wir das in dieses Video noch mit reinkriegen. Und sonst machen wir es irgendwie im nächsten oder so. Auf jeden Fall habe ich es nicht vergessen. Das zeige ich euch alles noch mit Handy-App. Mal eben die Auswertung. Wie viel Strom wir tatsächlich erzeugen, wie viel wir verbrauchen, was der Akkuspeicher bringt. Ob es eventuell spoilersinnig ist, nächstes Jahr nochmal vielleicht einen Akkuspeicher ein bisschen zu erweitern, denn das scheint mir so zu sein. Juli, so, ab nach Hause, bis gleich. Mir ist gerade noch was eingefallen. Wir hatten Anfang der Woche eine klimatische Wasserbilanz von, ich meine, das waren minus 56 hier im Bereich Rotenburg. Hatten vorgestern gute vier Liter. Und gestern, ich weiß es nicht genau, irgendwas bei 12 rum, also 16 wieder runter, macht negativ 40. Das heißt also, wir brauchen auf jeden Fall noch Regen. Es soll auch noch was kommen. Ich hatte das mal so grob bei Kai Zorn in seinem Wetterbericht, so auf der Karte, ne, das ist ja nicht so hundertprozentig. Es soll aber bis zum Ende der ersten Juniwoche insgesamt bei uns 50 bis 60 geben. Wir haben jetzt aber natürlich wieder Verdunstung. Also wir werden nicht, höchstwahrscheinlich nicht in den positiven Bereich kommen. Das bedeutet, im Umkehrschluss dauert auch jetzt nicht mehr so lange, bis wir mit der Beregnung los müssen. Ne? Das gestern, das hat es jetzt auch ein bisschen abgedämpft, aber es war auch noch nicht genug. Also wir werden sehen. Wenn wir wahrscheinlich hier, das waren ja die ersten Kartoffeln hier hinterer Halle, direkt am Hof, der Schlag, dass wir da mit der Beregnung dann in Kürze schon rein müssen. Jo, da sind wir schon wieder zu Hause. Ina fährt gerade da hinten mit dem Golfkart zum Füttern, sehe ich. Und Jens ist hier am Tüdeln. Alles neu macht der Mai. Ja. Frische Farbe für alte Wände. Ja. Trischig. Das Holz kriegst du, das scheint immer, schimmert immer wieder durch, ne? Ja, nee, das kriegst du nicht gerollt. Nee. Die alte Farbe, ja. Alter, das muss ich mit dem Pinsel machen. Ja, aber das schimmert trotzdem immer wieder durch. Ja. Das ist uralt. Aber trotzdem, einmal ein bisschen schick hier ins Lager. Ja. Das ist schon fein, ne? Spart man sich wieder eine Birne, kann man mehr sehen. Ne? Ja, richtig. Aber wobei, es gehen ja sogar beide hier, ja. Sehe ich. Ah, ist ja gut. Ja, ich habe meine Hausaufgaben fertig. Hast du? Jo. Jens ist ein besonderer Mann. Die Welt bunt, dass er kann mit seinem Pinsel in der Hand, mit der allen Farben wie der Regenbogenrand. Jens weiß alles, er ist schlau, er kennt jede Farbe, jede Superpower genau, er lässt uns staunen mit seinem. Jedem Strich malt er alles schön und bunt in Tiefen und in Fristen. Jetzt vor lauter Telefonaten und Planung im Kopf die Kamera gar nicht wieder angehabt. Aber ich bin zurück vom Kartoffelholen, wie man vielleicht erkennen kann. Also, den lassen wir eben hier stehen. Dann gucke ich gleich erstmal im Laden, wie viel wir packen. Ich packe nicht zu viel auf mal, weil die hier besser liegen als im Laden in der Tüte. Die sind halt ganz frisch.
Die sollen ja auch frisch im Laden sein. So, Auto ist wieder zu. Ab in eine Garage. Und dann für mich noch ein bisschen Büro und Jens ist noch am Streichen. Und dann eine Stunde. Ja, eine Stunde ist dann Mittag. Läuft. So, ich sortiere nochmal hier meine Zettel von dem Vertrag weg, die hier bleiben. Ich habe eben mit dem Nachbarn geschnackt und er sagte, in die Richtung Badelsdorf, da haben wir ja nur auch nicht wenig Kartoffeln, da hatten die 20 Liter Regen gestern. Und in die andere Richtung, Richtung Windpark, wo wir auch einen ganzen Schwung Kartoffeln haben, da haben die ein Regenmesser und da waren 18 drin. Also hat es in die Richtung, wo wir vorhin gebuddelt haben, mit am wenigsten geregnet. Ne? Ich werde da irgendwie in die Richtung auch nochmal nachbuddeln und gucken. So, später. Freitag, 24. Mai. Wir sind weiter an der totalen Überwachung dran. Ja, also wir haben ja, das hatte ich ja, das, oh, das war im Winter, ne? Jens, wann haben wir die anderen angebaut? Wann hatten wir angefangen mit Kameras und WLAN flächendeckend? Das war irgendwann im Herbst, Winter, ne? Ja, so und jetzt geht's weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Zeug rumliegen, was noch nicht verbaut ist. Hier ist jetzt auch noch eine PTZ mit Licht. Alles wie gehabt Reolink, aber wir bauen das über PoE. Das heißt, alles über Netzwerkkabel, Strom über Netzwerkkabel. Damit die Datenverbindung sicher ist und die ganze WLAN-Gelumpe, das taucht uns nichts. Jo, also runterfahren oder ja? Ja, wir können mal durch. Traumhaft. Ja. Und das hat sich bislang wirklich bewährt, muss ich sagen, was wir verbaut haben. Also wir haben ja das Netzwerk alles über TP-Link. Access Points im Mesh und das ganze Überwachungssystem über Reolink, diverse Kameras, und das funktioniert wirklich gut bisher. Also sehr stabil, einwandfreie Sache. Moment. Den brauchen wir ja nicht mehr, ne? Ja, dann stellen wir den wieder weg. So, also die wir gerade angebaut haben, wie gesagt, eine PTZ, so eine haben wir hier am Steigewühl da ganz oben auch, und die hat einen optischen Zoom. Das ist schon ziemlich nice. Also ich kann, wenn ich zoome, da die Viecher auf der Weide sehen von dem Giebel aus. Also das ist schon echt gut. Hat halt Bewegungsmelder und macht dann automatisches Tracking per Tilt. Hat Licht, Gegensprechfunktion, also man kann hören und aber auch sprechen. Und die hängt da jetzt ja auch schon seit letztem Jahr und bisher ausfallfrei, alles ausfallfrei gelaufen. Die oben der Access Point Outdoor TP-Link, darunter die Kamera. Also ich hatte nicht einmal, dass es nicht ging. Das ist echt schon piekfeine Sache. Naja, und dann haben wir auf dem Hof noch diverse Kameras, aus taktischen Gründen, zeige ich aber nicht alle, aufgestellt. Auch mit Licht, zwei auch ohne Licht, und läuft. Feine Sache. So, jetzt will ich aber noch mal eben die neue in der Software gleich schon mal konfigurieren. Und wenn das durch ist, dann ist es auch schon wieder so weit, dass ich los muss zur Physio. Ist ja Freitag, ne? So, gucken, ob ich mich an das Passwort erinnere. So, hier mal zum Beispiel Hauseingang, aber da wollte ich gerade nicht hin. So, jetzt muss ich mal eben mich wieder in die Konfiguration reinfummeln, da war ich ja gerade. Jo, nochmal Update für die PTZ, dann ist alles frisch, denke ich. Also wir haben Regen, wir haben Schinken und wir haben Jack. Läuft bei uns, läuft bei uns. Moinsen, oh, da hinten wird schon wieder gemerkt. Samstag, 25. Mai. Und ich wollte euch noch mal eben kurz vor Schluss des Videos was zeigen. Und zwar hat er einen Ropa gekauft. Krass, oder? Hat er ernsthaft einen Ropa gekauft.
Store. Ein Europa Krautschlegler, gebraucht, jung gebraucht. Sieht aus wie neu, ne? Warte kurz, wo ist das Typenschild? Wo ist das Typenschild? Wo ist denn das Typenschild? Ey, Typ! Wo ist das Typenschild? Finde das Typenschild. Gibt's doch gar nicht, muss doch hier irgendwo sein. Findet er nicht. Naja, aber es ist halt ein Krautschläger. Also der hat hier Zuchtvorrichtung wegen der Breite, Transportbreite. Und ist halt ein Schlägler, um Kartoffelkraut runter zu schlägeln. Da sind die Schlägel, also da ist auch noch nichts dran. Der hat noch nicht wirklich viel gesehen. Ich hätte euch jetzt gerne das Typenschild gezeigt, damit ich jetzt das Baujahr nicht falsch sage. Mein Gott, ich finde es nicht gerade da. Mann, dreimal dran vorbeigelaufen. So, also 2021, Europa KS 475. Also 4 Reihen, 75 cm. Jo, was wiegt das Ding hier? 1250. Jo, passt. Damit wir dann uns da nicht immer wieder ständig was leihen müssen und selber dann los können, so wie wir es brauchen, haben wir uns überlegt. Krautschläger wäre nicht schlecht. So, und Lohmann hatte den in Zahlung genommen. Wie gesagt, der ist quasi neuwertig. 3 Jahre alt. Ich glaube, da kann man nicht ganz viel mit falsch machen. Ne? Und war preislich dementsprechend interessant für uns. Ja, also gelbe Maschine auf dem Hof. Europa. Den Rest zeige ich euch dann, wenn es damit losgeht. Das dauert ja nur noch ein bisschen. Ne? Jüdili. Jo, liebe Leute, und somit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Ich glaube, das ist, also das könnte sogar sein, dass es noch kürzer ist. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Action kommt früh genug wieder. Erstmal bin ich dankbar, dass es, und freue mich wirklich, dass es regnet. Da bin ich wirklich dankbar. Also das ist, hat uns jetzt schon mal wieder sehr viel Arbeit gespart. Das ist natürlich jetzt die erste Krautfäulebehandlung, steht an. So ein bisschen wieder tricky, dann ein Zeitfenster zu finden. Da muss ein paar Stunden trocken sein dafür. Aber man hört schon hier und da von Stängelfäule. Das muss reingehen, muss losgehen. Mal sehen, wie das alles klappt. Das erfahrt ihr aber im nächsten Video, wie das klappt und ob es geklappt hat und wie es weiterläuft. Und jetzt, bevor das Video jetzt zu Ende ist, bekommt ihr noch eine schöne Aufnahme von Jens. Und zwar hat Jens ja schon länger in Gang 2 Ferienwohnungen gebaut. Ich hatte das ja auch immer verfolgt und zwischendurch hatten wir auch mal kurz geholfen mit dem Boden da verlegen und so. Und ich finde, das haben die beiden richtig, richtig schön gemacht. Das ist echt 2 wirklich schöne Wohnungen geworden und die sind ab sofort über Airbnb buchbar. Ich hau euch die Links hier unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ich denke dran zu den beiden Wohnungen. Und Jens zeigt euch jetzt die beiden Wohnungen einmal im Video zum Schluss jetzt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß gehabt habt. Und hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ne? Also wenn ihr mögt, gerne ein Abo, würde mich mega freuen. Däumchen wären Träumchen. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, reinhauen. Wirsing! Und jetzt nicht abschalten. Viel Spaß mit dem Rundgang, den ich selber noch gar nicht gesehen habe, den Jens gefilmt hat von den Ferienwohnungen. Also der reinhauen. So. Ja. Jetzt mal ein kleiner Einblick. Jetzt mal so für die es interessiert. Ich habe jetzt ja die Ferienwohnung haben soweit fertig. Wir haben die heute bei Airbnb reingestellt. Mal gucken, ob das funktioniert. Will ich euch mal zeigen, wie das da aussieht. Kann jetzt ein bisschen dauern. Wer sich mag, immer weiterklicken. Ansonsten machen wir mal das Video ein bisschen länger. So, das ist jetzt hier dann Eingangsbereich. Und dann ist dann da einer parken, kann dann da parken und einer soll dann hier vorne auf dem Hof parken, wenn das dann erforderlich ist. Mein Anhänger kommt dann noch weg. Hier haben wir dann kleine Schlüsseltresore für Wohnung oben, Wohnung unten. Das müssen wir noch kennzeichnen, das ist dauert nicht lange. Und dann den Zahlencode eingeben, den würden wir dann den entsprechend übermitteln und dann einmal runterklicken und dann geht das auf und dann kann man dann den Schlüssel rausholen. Und dann gucken wir uns mal die Bude an. So geht's rein hier. Da geht's nach oben, da gehen wir gleich hin. Fangen wir erstmal
unten an. So. Ja, Flur, Licht. Machen wir mal ein bisschen Licht. Fangen wir hier vorne an. Hier haben wir die Stube mit Essbereich, Sitzmöglichkeiten, draußen Terrasse. Ja, für vier Personen immer alles. Ich denke mal ausreichend. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer mit Kommode und Garderobe. Ja, Fernseher ist dabei. Internet müssen wir noch machen. Das haben wir noch nicht. Das müssen wir erst mal klären. Dann gehen wir mal in die Küche. Da haben wir hier dann die einfach mal neu gestrichen. Die Küche, die wir vorher brauchen, neue Dunstabzugshaube reingekommen. Geräte sind alles da. Herd und Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine. Und ja, das war die Küche, so Bad. Gucken wir hier mal rein, Dusche, Badewanne. Alles da, haben wir alles soweit frisch gemacht. Da bin ich. So. Und dann haben wir noch das Licht aus, Schlafzimmer hier unten. Mit Einzelbetten kann man auch zusammenschieben, wenn man möchte. Wenn man jetzt mit zwei Pärchen hier anreist, dann kann man das durchaus auch dann eben rüberschieben einmal und dann hat man auch ein Doppelbett. Das sollte dann auch funktionieren. Ja, und hier dann eben auch Kommode, Garderobe. Ein paar Sachen fehlen dann nochmal irgendwo hier und da, mal so ein paar Bilder oder so. Oder vielleicht noch ein bisschen Deko-Elemente. Das kommt aber alles nach und nach, denke ich mal. Da müssen wir ja auch erstmal. So, dann gucken wir mal die Bude oben an. Wie das da aussieht. Hier läuft das alles per Bewegungsmelder. Da ist auch Jens. So, fangen wir mal gleich hier an. Ist ein kleines Bad, sollte aber ausreichen. Handtücher dabei, Föhn. Unten genauso, ist klar. So, Küche. Haben wir die Küchenzeile, alles selbst gebaut. Ja. Aber alles vorhanden. Sollte, denke ich mal, in Ordnung sein. So, gehen wir mal in die Stube, die gute. Ja, ja, so ein paar alte Elemente noch hier drinne von Schwiegermutter, umgestrichen, einen Tisch. Gehen wir mal hier rum. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Ich kann mal schön nach vorne gucken. Ja, wie gesagt, Anhänger steht noch im Weg. Der muss noch wieder weg. Aber kommt alles. Ist ja auch kein Hexenwerk. Ja, auch hier ein kleiner Schrank. Übergeblieben. Hier ist dann die Garderobe. Da wäre dann ja eben Möglichkeiten hier noch, wie heißt es hier, Jacken reinzuhängen. Aber wir haben da ja auch noch. Da ist ja auch alles da. So, dann machen wir die Tür mal hier zu. Da kommt man hier nämlich rein. In den Schlafbereich. Gucken wir erstmal hier einmal. Ja. Wie gehabt. Sieht fast überall gleich aus. Und dann hier eben zwei Betten. Hier kann man natürlich jetzt irgendwie nicht zusammenschieben, dafür ist der Raum zu schmal. Das funktioniert nicht. Da sind das dann eben nur Einzelbetten. Aber ich denke mal, für Familien mit zwei Kindern ist das schon in Ordnung. Ja. Licht wieder aus dem Bad.
ja, das habe ich so die letzten Monate hier gemacht, zwischendurch immer mal. Alles ist ein bisschen hergerichtet hier. Und heute haben wir es angegeben bei Airbnb, haben wir es in die haben wir uns eingeloggt und haben dann die beiden Wohnungen da angegeben und jetzt müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert alles. Das Airbnb uns das auch ja gut. Es soll wohl jetzt da sein, aber ich habe es eben noch nicht gefunden, aber ich denke mal, das wird dann noch ein bisschen dauern, bis sie das freischalten da. Ja, und dann, ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Tja. Ja, das war jetzt mal eine schnelle Runde, aber habt ihr mal gesehen. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Würde mich freuen, wäre toll. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder oder so auf Arbeit. Alles klar, Dankeschön, auf Wiedersehen. Jens ist ein besonderer Mann, er meint die Welt bunt, dass er kann mit seinem Kind.